Liebe Zuhörer, seien Sie willkommen zum Nachdenken zwischen Himmel und Erde. Aus welchem Anlass stellen Sie sich die Frage nach Ihrem Rückhalt im Leben? Vielleicht, wenn die Eltern oder andere wichtige Bezugspersonen gestorben sind, Sie sich im Stich gelassen fühlen oder wenn der Lebensfluss Sie weggeführt hat von den Menschen, von denen Sie glaubten, dass sie sie durch das Leben tragen können. Eindringlich ist mir in den einsamen Stunden, wenn ich den Rückhalt in meinem Leben vermisse, der Weckruf, den der Bischof Johannes Chrysostomos vor vielen Jahrhunderten in einem Brief an seine Freundin Olympias schreibt, die sich in höchster seelischer Not befindet. Eindringlich schreibt er: Höre auf, diesen und jenen um Beistand anzuflehen. Höre auf, Schatten nachzulaufen, denn menschliche Hilfe ist nur ein Schatten. Wenn die Tür hinter uns geschlossen ist und wir mit uns allein sind, könnte die Frage in uns auftauchen: Wer oder was ist unser Rückhalt? Dann führen wir uns womöglich diejenigen vor Augen, die uns verstehen oder von denen wir uns beschützt fühlen. Aber vielleicht löst ein konkretes Alleinsein auch das Gefühl in uns aus, dass wir uns womöglich etwas vormachen und wir erahnen, dass unser geglaubter Rückhalt durch die anderen nur eine Illusion sein könnte. In der Zurückgezogenheit sind es vornehmlich die Gedanken, die das Gefühl eines Beistandes bewirken können, ohne dass es dabei wiederum um die Vorstellungen geht, welcher Mensch auf unserer Seite stehen könnte. Es geht vielmehr um geistige Inhalte, deren Bedeutung für die Sicherheit unserer Seele tragend ist. Johannes Chrysostomos glaubt an Gott als den Weltenlenker, der im richtigen oder letzten Moment eingreift, dann, wenn wir schon nicht mehr damit gerechnet haben. Vielleicht will Gott mit dieser Eigenart unsere Gedanken an einen Selbstmord zerstreuen, indem wir noch auf Hilfe für unser Leben hoffen, denn ausgeschlossen ist es nicht. Ja, wertvolle Gedanken können uns eine Stütze sein. Vielleicht ist uns die Qualität von Worten zu sehr aus dem Blickfeld unseres Erlebens geraten, weil wir kaum noch nachdenken und unsere Dialoge fast nur noch belanglos dahinrinnen. Welcher Gedanke kann uns Rückhalt geben? Es wird schon wieder, oder es werden bessere Zeiten kommen, oder du bist nicht der einzige Mensch auf der Welt, der sich allein fühlt. Solche gängigen, wenn auch gut gemeinten Sprüche können uns von der Sogwirkung des seelischen Abgrundes nicht retten. Nein. Während der Suche nach einer geistigen Stütze in meinem Leben umfängt mich meistens das Gefühl meiner Heimatlosigkeit. Und ich zweifle in diesem Fahrwasser dann daran, dass ein Gedanke mich so zu trösten vermag, dass ich dadurch wieder ein Gefühl von einem mich tragenden Zuhause in mir entzünden kann, ähnlich einer Vision. Wie Blitze leuchten andere Gedanken auf, die mir nahelegen, dass es doch besser ist, aufzugeben. Doch sollte ich nicht, bevor ich das tue, nach einer geistreichen Idee suchen, die wie von außen an mich herangetragen wird und sich mit meinem Herzen spürbar und rettend verbindet. In bestimmten Intervallen auf dem Weg zu einer Ahnung von Zuflucht überfällt mich immer wieder ein Gedankenwirrwarr, das meine Seele umherwirbelt. Ich versuche mir
zu Herzen zu nehmen, was Charles de Foucault an seinen Freund Louis Massignon schreibt. Das Leben ist ein Kampf und ein Kreuz. So wird es sein bis zum Ende der Welt. Der gute Same wird ständig mit dem Unkraut vermischt sein, die guten Fische mit den schlechten. Beten wir, leiden wir, arbeiten wir, damit der Name Gottes geheiligt werde, sein Reich komme, sein Wille geschehe, damit jeder Geist den Herrn lobe. Dienen wir und geben wir unser Leben hin für die Erlösung der Seelen, wie es unser einziges Vorbild tat. Wir werden unsere Mühe nicht von großem Erfolg gekrönt sehen. Der Diener ist nicht größer als sein Herr. Ich wiederhole für mich: Rückhalt finden im Einsatz für die anderen, leiden, beten, arbeiten, dienen, das eigene Leben hingeben, Jesus nachzufolgen, kann ein Rückhalt in meinem Leben sein. Jedoch bin ich auf dem Weg des göttlichen Willens? Kann ich mich zurücknehmen und für andere da sein? Vielleicht gibt mir ein solches Leben Rückhalt. Bleiben Sie in Ihrer Seele beweglich. Das wünsche ich Ihnen. Udo Mannshausen, www.mannshausen.de